Ja, grüß Gott. Madl und Burm, hier ist wieder der Peter von Barbecue Alt Perlach aus dem neuen Küchenstudio. Unser Wohnmobil, unser Moveo, haben wir heute etwas Supergeiles gemacht, weil ich fahre kommen nirgends und wir haben so Lust drauf gehabt, gell? Womo wird unser neues Küchenstudio. Was wir gemacht haben, ist das folgende: gebrannte Mandeln mit Baileys aus dem Wohnmobil, aus der Pfanne. Und das ist saugut. Und wie wir das gemacht haben und wie einfach das eigentlich geht, wenn man genug Irksenschmalz hat. Weißt du, was Irksenschmalz ist? Ja, ja, das hat man da, gell? Das Irksenschmalz, der Bayer kennt das, das brauchst und dann hast du schöne gebrannte Baileys Mandeln. Geht's los? Wir packen es. Ja, was brauchen wir jetzt für unsere gebrannten Mandeln mit Baileys, unsere gebrannten Baileys-Mandeln? Da brauchen wir nicht viel, also ein Wohnmobil. Da machen wir das halt einfach. Eine Pfanne und die folgenden Zutaten. Mandeln, Zucker, Zimt, Wasser, Baileys. Beachtet bitte das Baileys-Wasser-Verhältnis. Und das war's schon. Und dann der Braterkoch. Auch ein Baileys. Also ungefähr so viel tut ihr dann in euch hinein. Da habe ich gleich das Getränk hinterher noch, gell? Getränk war nicht hinten. Wir müssen noch was anderes fertig drehen, vielleicht nicht ganz so viel Baileys. Baileys ist schon gut. Das ist aber auch sehr retro. Baileys ist total retro. Wir haben ja echt Retro-Wochen im Moment. Also, schwarmen wir es oben und dann ab an die Pfanne. Da haben wir schon ein schickes neues Küchenstudio. Werden wir jetzt öfter hernehmen, oder? Für so Indoor-Zeug und natürlich bei Campergrill. Und hier haben wir auch einen schicken Herd, einen Gasherd. Und zünden wir jetzt mal. Spinnst du jetzt schnell? Und die Flamme machen wir ungefähr mittelstarke Hitze. So. Oder? Ja, siehst du schon. Schau mal, das ist ganz Winz. Bisschen mehr als Winz, oder? Ja, schon. Dann Pfanne drauf. Kann man da irgendwas anderes auch nicht mehr? Mein Topf ginge vielleicht auch, ein Topf. Jetzt ziehen wir mal hier die flüssigen Sachen rein. Der Zucker kommt auch gleich dazu. Ja. Eigentlich kommt alles rein. Alles rein? Alles rein. Mandeln, Reihenfolge ist auch wurscht. Und Lützimt. Zimt ist optional, was kennt man noch nicht mehr? Keksgewürz von unseren Freunden von Ankerkraut zum Beispiel. Oder auch nicht. So, und jetzt rühren, gell? Ja. Eigentlich soll sich das jetzt alles auflösen. Was das Geheimnis ist, die ganze Zeit rühren. Eigentlich ist es ja wahnsinnig meditatives Gewürz. Sollen wir das jetzt in Echtzeit machen? Saugut riecht. Also rühren, rühren, rühren. Ihr kennt es ja von der Wiesn oder von der Kirmes, wo immer ihr auch herkommt. Von irgendwelchen Deichfesten. Dass da so ein Kessel irgendwo ist. Mit einem gebrannten Mandeldiener. Und der dreht sich da. Also man sieht jetzt schon, der Zucker ist im Prinzip geschmolzen. Ja? Mhm. Und jetzt warten wir noch, bis der Rest an Flüssigkeiten weg ist, oder? Der Geschmack. Ja. Also irgendwann wird das jetzt bröselig, oder? Jetzt musst du lange rühren, bis da nichts mehr drauf ist. Wir sind auf einem guten Weg, oder? Sehr gut. Sehr gut. Also es wird jetzt auch schon eher weniger flüssig, gell? Nein. Das, was da jetzt so auf lädt, ist auch gut, gell? Ich darf keinen Fall die Finger reinstecken. Ui, nein, das nicht. Flüssiges Karamell, das muss man schon äußerst das muss, ja, behandeln. Das muss man mengen, wenn man da die Finger reingeht. Also in der Phase dann auch die Küchentür zusperren, wenn ihr kleine Kinder habt. Ja, Wahnsinn, wie das hochgeht, gell? Aber es fühlt sich jetzt, also so blöd das klingt, schon sehr krümelig an beim Rühren. Passt auf, dass das nicht zu hoch geht. Eventuell eine höhere Topfpfanne nehmen wir. Machen das immer in der Pfanne. Wir machen das aber immer in der, weil wir leiden da gerne. Ja, jetzt. Müsste man noch so
Also Jahrmarktsmusik. Ja, können wir einspielen. Soll ich das machen? Also Jahrmarktsmusik ab. Wenn ich gesagt habe, das ist anstrengend, war das untertrieben, weil jetzt wird es nur anstrengender. Weil ihr seht, das pappt jetzt langsam an die Mandeln fest. Warum macht es das? Genau. Und weil irgendwas anderes passiert. Wahrscheinlich. Wenn ein Physiker unter unseren Zuschauern ist, bitte in die Kommentare. So, jetzt kommen wir an den Punkt, wo man nicht aufhören soll mit den gebrannten Mandeln. Oder? Rühren, rühren, rühren. Das ist anstrengend. So, jetzt haben wir 5 Minuten in Ruhe vor mich hingerührt. Das sieht man aber schon, gell? Wo war das? Da. Dass es so leicht wieder flüssig wird. Es tut mir leid, wenn ich jetzt da immer vor der Kamera mit dem Ding rumfummel. Aber jetzt wird es noch richtig heiß. Ist ja hin, was ich muss. Versuchen umzudrehen. Also wenn ihr jetzt glaubt, das ist eine andere Hand und ein anderes T-Shirt, ich habe mich bloß kurz umgezogen. Jetzt raucht es auch, ob man das sieht. Ja. Wir können ja noch kleiner machen, aber es gebrannt. Jetzt kommt die Farbe, jetzt können sie dann langsam das Glänzen an. Einmal ist das gut. Oder? Wunderbar. Ich mach das total gut. Was? Ja, das glaube ich auch. Ich glaube, das passt langsam. Ja. Sonst wird es zu dunkel. Also. So, wir haben da mal was vorbereitet. Das passt. Und jetzt haben wir das Ganze in eine Konzisform, richtig? Ja. Könnt auch ein Backblech nehmen. Wir nehmen das. Am besten haben. Mit Backpapier drin. Und da tun wir die jetzt rein. Auch schön, oder? Mhm. Also wenn ihr sagt, der Peter macht ja gar nichts, ich gebe immer zwischendurch Anweisungen. Nicht? Seid sehr schweigsam, meine Frau. Konzentriert, das ist heiß. Heißer Fett. Mmh, jetzt riecht es nicht mehr neu hier im Wohnmobil. Jetzt riecht es nach Weihnachtsmarkt. Glühwein für alle. So, also so sieht es jetzt aus. Das lassen wir jetzt abkühlen. Und das weichen wir ein. Und dann weichen wir das ein. Und das zeigen wir euch dann nochmal schön angerichtet. Ja, und so schaut es dann aus, wenn es fertig ist und angerichtet, unsere super tollen Mandeln mit Baileys. Probieren wir eine. Das sind 2 Shotgun. Das mag wohl gekaut sein. Also, erstmal sind das ganz normale gebrannte Mandeln. Wenn man aber ein bisschen drauf rumkaut, dann kommt der Baileys durch, gell? Ja. Du hast da auch eine probiert. Das ist der Hammer. Also, macht es unbedingt noch. Wer sagt, ich mag keinen Baileys, ich mag, was weiß ich, einen Rum. Probiert es mal mit Rum, probiert es mal mit irgendwas. Das ist wirklich saugut und den Baileys-Geschmack habe ich immer noch auf der Zunge. Und habe ich noch das Getränk. Was war drin? Baileys. Was ist jetzt gleich mir noch mal drin? Baileys. Die Schlücke werden immer größer hier. Das ist doch praktisch nur Milch. Das wird jetzt lustig mit dem nächsten Video. Ein fröhliches Video. Ich probiere es einmal für euch. Ich kenne es ja gar nicht. Wie ich so ein Teenager war, da war das total in. Ist schon retro, oder? Total. Ich als Teenager, total retro. Aber wir machen jetzt noch mehr Retro-Wochen hier. Ansonsten hoffe ich, das Video hat euch Spaß gemacht. Super einfach nachzumachen. Wenn ihr jemanden habt, der dann, wenn euch da anbietet,
mithilft. An dieser Stelle nochmal herzlichen Dank an meine Rührkamera und E-Fachkraft. E-Fachkraft. Ansonsten, Daumen hoch, netter Kommentar, wäre schön. Was noch? Abonnement. Hier oder drüben bei Camp und Grill, so ist es mal richtig gesagt. Ansonsten macht es gut. Was schaust du denn wieder aus? Das ist gerade die Patrizia wieder vorbei. Steht die Patrizia, wo die. Weiter geht's. Weiter geht's. 40.